Willkommen beim neuen Beitrag, liebe Mystery-Freunde. Unser Thema heute sind Zeitreisen. Denn die meisten Zeitreisen sind einseitig angelegt. Die Person merkt, dass sie Menschen oder Ereignisse der Vergangenheit oder Zukunft beobachtet, während sie selbst unsichtbar oder abseits der Geschehnisse bleibt. Es kommt jedoch auch vor, dass der Beobachter aus unserer Zeit mit den Menschen in der Vergangenheit oder Zukunft in Wechselwirkung tritt, wobei sich jeder des anderen bewusst wird. Ein derartiges Erlebnis wurde von einem pensionierten leitenden Polizeibeamten geschildert und betraf das Herrenhaus Littlecote in der Grafschaft Wiltshire im Südwesten Englands, in dem verschiedene Geister umgehen sollen. Denn eines Tages war der Polizeibeamten wegen eines Einbruchs nach Littlecote gerufen worden. Der Verwalter S. berichtet ihn von einer Begegnung, die weit mehr als bloßer Spuk zu sein schien. Es war vor einiger Zeit die lange Galerie des Hauses entlang gegangen, als er einen Soldaten, Crowells aus dem 17. Jahrhundert, auf einem Stuhl beim Fenster sitzen sah. Da Littlecote tatsächlich einmal von Crowells Revolutionsarmee besetzt gewesen war, zeigt sich Mrs. R. über die Apparition nicht besonders überrascht oder verängstigt. Was ihn jedoch erstaunte, war der Umstand, dass der Soldat den Kopf wandte und Mr. S. beobachtete, wie dieser sich ihm näherte. Jeder wurde sich der Anwesenheit des anderen bewusst, bevor der Soldat schließlich langsam verschwand. Bei diesem besonderen Zwischenfall gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Soldat bewusst jemanden sah, der sich in einer ihm fremden Zeitzone befand. Doch diese Eigenart wurde bei einer Reihe von wechselseitigen Zeitreisen beobachtet. Anfang der 60er Jahre besuchte Mr. B., ein ehemaliger Mitarbeiter des Britischen Museums, einen Ort im Nordosten des Neuburgersees in der Schweiz. Ihm begleitet ein befreundeter amerikanisches Ehepaar, Dr. Charles, ein bekannter Parapsychologe und Autor, und dessen Frau. Das Dorf war an der Stelle einer ehemaligen römischen Stadt erbaut, wovon bis heute die Überreste eines römischen Amphitheaters Zeugnis ablegen. Die Besucher gingen zuerst in die Arena und überquerten dann einen Weg, um zum Theater zu gelangen. Ein Großteil der Bühne, wie auch einige der nach oben ansteigenden Sitzreihen, waren erhalten geblieben. Nach der Besichtigung der Bühne gingen die drei Freunde dann in den Orchester hinab. Der halbkreisförmige Platz vor der antiken Bühne, wo der Chor sang und tanzte. Dann trennten sie sich und Mr. B. kehrte zur Bühne zurück. Seine Freunde stiegen zu den oberen Sitzreihen hinauf, um die Akustik zu überprüfen. Mr. B. sprach mit normaler Vorlesungsstimme, wie er es nannte, und seine Freunde ganz hinten im Auditorium konnte ihn ausgezeichnet hören. Dann stieg Mr. B. wieder hinunter in die Orchestra, geradewegs hinein in eine äußerst bemerkenswerte Zeitverschiebung. Plötzlich fand er sich im völlig unbeschädigten Amphitheater wieder. Menschen strömten herein und nahmen ihre Plätze ein. Und obwohl es Mr. B. im Augenblick des Erlebnisses nicht auffiel, meinte er doch später, dass sein Sichtfeld enger als im wirklichen Leben gewesen war. In einer oberen Sitzreihe, die, wie sich bei der späteren Untersuchung ergab, gar nicht mehr vorhanden ist, sah er eine Gruppe junger Römerinnen stehen. In ihrer Mitte ein hübsches Mädchen im gelben Kleid. Im gleichen Augenblick, als Mr. B. sie bemerkte, sah sie ebenfalls in seine Richtung und ihre Blick trafen sich. Sie schien von dem, was sie sah, schockiert zu sein. Aufgeregt wollte sie die Aufmerksamkeit ihrer Begleiterinnen auf die fremde Erscheinung lenken und zeigte mehrere Sekunden direkt auf Mr. B. Ihre Freundinnen konnten ihn aber offensichtlich nicht sehen. Dann betrat ein junger Mann mit einer Gitarre, einer antiken Laute, die Bühne und begann zu spielen. Die ersten Klänge erreichte Mr. B. noch sehr schwach, dann verschwand die Vision und die seltsame Begegnung war vorbei. Ich nehme an, schrieb er später in einem Brief, ich gehöre zu den Menschen, die vor etwa 1700 Jahren dieses Theater besuchten. Genau das ist meine Erinnerung an dieses Ereignis. Ein wirkliches zweiseitiges Erkennen zweier Personen in zwei Zeiten. Wie merkwürdig muss ich für das römische Mädchen ausgesehen haben. Ja, meine lieben Mystery-Freunde, diese Ereignisse haben sie sich damals wirklich zugetragen. Ein weiterer Zwischenfall ereignete sich Anfang der 50er Jahre. Und zwar in den römischen Ruinen von St. Albans in England.
Mr. B. besuchte die Ruinen in Begleitung zweier Hochschullehrer. Die drei Männer lehnten sich gegen einen Holzzaun bei den zerfallenen Mauern, die einst ein Tor der römischen Stadt gebildet hatten. Plötzlich entstand das Tor von den Augen von Mr. B. wieder neu. Und die Zufahrtsstraßen schienen an einen langen Tunnel zu führen. Daraus kam ein kleiner weißer Wagen hervor, der von zwei walisischen Pferden gezogen wurde. Der Wagenlenker, ein junger Mann in einer Tunika aus einem ungewöhnlichen, feingewebten Material, trieb sie mit der Peitsche an. Als der Wagen auf der gleichen Höhe mit Mr. B. war, sahen ihn die Pferde an, die nun scheuten und dem Wagenlenker nicht mehr gehorchten. Der Mann selbst jedoch schien Mr. B. nicht wahrzunehmen. Mr. B. merkte an, dass die Szene, die er deutlich in Farbe erlebte, nur wenige Sekunden dauerte. Dann verblasste sie und er fand sich wieder neben dem verfallenen Tor. Während des gesamten Erlebnisses hatte Mr. B. keinerlei Geräusche vernommen, meine lieben Mystery-Freunde. Bei beiden Zeitreisen war seine Begleiterin nichts Ungewöhnliches an ihm aufgefallen. Selbst später sagte sie allerdings aus, dass er während der Zwischenfälle irgendwie eigentümlich ausgesehen habe. Meine lieben Freunde, und das ist sehr merkwürdig für einen gewissen Zeitsprung in die Vergangenheit. So sagte sie, eigentümlich ist kaum das richtige Wort für das, was dem britischen sensitiven Medway zustieß. Als Jugendlicher war er lange Zeit von Poltergeist-Phänomen betroffen, die erst eingedämmt werden konnte, als man seine Fähigkeiten für das automatische Schreiben und Zeichnen entdeckte. Ein Beispiel dafür ist auch das besagte Déjà-vu-Erlebnis, in dem man das Gefühl hat, die Dinge schon einmal erlebt zu haben. Und jeder von euch hatte sicherlich schon einmal so ein Déjà-vu-Erlebnis. Vielleicht ein Anlass für einen Bruchteil einer Sekunde einen Zeitsprung erlebt zu haben. Oder doch nur das Unterbewusstsein, das uns einen Streich spielte? Mannings Eltern hatten in der Nähe von Cambridge ein altes Haus gekauft, das aus dem 18. Jahrhundert stammte. 1971 soll Manning dort mehrmals einem Geist begegnet sein. Das erste Mal traf er die Erscheinung auf der Treppe. Sie schien fest und genauso wirklich wie Manning zu selbst zu sein. Die Erscheinung behauptete, Robert Webe zu sein, dem das Haus einmal gehört hatte. Er entschuldigte sich für den Schrecken, den er Manning versetzt hatte, und erklärt, dass er sich etwas Bewegung verschaffen müsse, da seine Beine schmerzten. Manning sah, dass er sich auf zwei Stöcken stützte. Das sollte aber nur die ersten von vielen Begegnungen mit dem Geist sein. Webe lebte mit den Mannings, zündeten Kerzen an, materialisierte Gegenstände wie Bücherseiten, kleine Geschenke und ein Brotlaib und entfernte bisweilige Sachen, die der Familie gehörte und die er in seinem Safe, wie er sie nannte, deponierte. Wie sich aber herausstellte, war dieser Safe ein Loch unter dem Fußbodendielen eines Schlafzimmers, das Herr Manning zeigte. Dort fand man schließlich die meisten vermissten Gegenstände wieder. Mit Hilfe des automatischen Schreibens führte Manning seine Unterhaltung mit dem Mann aus dem 18. Jahrhundert fort. Eine erstaunliche Antwort erhielt er von Webe auf die Frage, ob es einen Geist im Haus gäbe. Webe verneinte das empört. Wenn es einen gäbe, würde er ihn selbstverständlich fortjagen. Als Manning darauf beharrte, dass seine Familie den Geist gesehen hatte, antwortete Webe, dass er dies nicht glaube. Manning wollte ihm wohl Angst einjagen. Auf Mannings Frage, mit wem er zu sprechen glaube, antwortete Webe mit den Andeutungen, dass auch er ein Problem mit dem Zeitreisen habe. Er sagt, manchmal glaube ich, verrückt zu werden. Ich höre eine Stimme in meinem Kopf, die mit mir spricht. Aber erzähle das ja niemandem, sonst sperren die mich noch ein. Manning erklärte Webe die wirkliche Situation, dass der alte Mann außerhalb seiner Zeit existierte und der junge Mann echt war. Die Erscheinung schien verzweifelt und nicht fähig, diese Neuigkeit zu begreifen. Schließlich fand er für sich die Erklärung, dass Manning ein Dämon von morgen sein müsse. Diese seltsame Begegnung trägt Merkmale eines Spukes und einer Zeitreise in sich.
Da aber die Beteiligten miteinander kommunizieren konnten und jeder darauf bestand, seine Zeit wäre die richtige, deutet alles auf eine wirkliche Wechselbeziehung von Zeitzonen hin. Meine lieben Mystery-Freunde, ein ähnliches Vorkommnis gibt es auch aus dem kleinen englischen Ort Smarden in Kent zu berichten. Dazu möchte ich mich noch für die Aussprache der Orte entschuldigen. Ich weiß leider nicht, ob man sie so ausspricht. Auch bezüglich die Namen, die erwähnt werden. Ein junger französischer Kriegsgefangener, der im 19. Jahrhundert lebte, soll im dortigen Gasthaus Chez Cuisine noch immer ein aktives Leben führen. Gegenstände verstecken und Berührungen bewirken. Einmal hat er sogar eine Besucherin berührt und ein Kreuzzeichen auf ihrem Körper hinterlassen. In einem der Schlafzimmer hat man die Sichtung eines kleinen dunkelhaarigen Mannes gesehen, doch kam es zu keiner Kommunikation zwischen ihm und dem Bewohner aus dem 20. Jahrhundert. Ja, meine lieben Freunde, mit dem Hausbesitzer Weber und dem französischen Leutnant dringt eine Zeitzone der Vergangenheit in die Gegenwart ein, die sich länger und wechselseitiger gestaltet, als das bei Mr. B. der Fall war. Oder bei einer britischen Familie, die in Deutschland auf Urlaub war und behauptete, die Insassen eines silberfarbenen, zigarrenförmiges Fahrzeug mit bullaugenähnlichen Fenster scheinbar ein Gerät aus der Zukunft gesehen zu haben, um von ihnen gesehen worden zu sein. Bekannt ist dies auch mit diesen zigarrenförmigen UFO-Sichtungen, die immer wieder angegeben werden von bestimmten Zeugen. Handelt es sich dabei vielleicht eventuell um Zeitreisende und nicht um irgendwelche außerirdischen Lebensformen, die unsere Welt besuchen? Denn in einigen Fällen sind es die Menschen des 20. Jahrhunderts, die in eine andere Zeit reisen. In anderen Fällen empfängt unsere Epoche Besucher aus anderen Zeitzonen. Meine lieben Freunde, wie und warum derartige Dinge auftreten, ist noch ein großes Rätsel. Ein Mensch des 20. Jahrhunderts, der in die Zukunft reist, wird von den Menschen der Zukunft sicherlich als Geist der Vergangenheit angesehen. Das müsste man sich auch mal bildlich vorstellen. Aber reist er dagegen in die Vergangenheit, wird er als Vision aus der Zukunft erscheinen. Denn beide Phänomene lassen auf die Koexistenz von verschiedenen Zeitzonen schließen. Denn die interessanten Fälle sind zweifellos, meine lieben Freunde, diejenigen, bei denen sich die Zeitzone anscheinend verflechtet und die Individuen der verschiedenen Zonen miteinander kommunizieren. Eines der bekanntesten Zeitphänomene, die es gibt, ist der Untersberg. Hier hat jeder einmal die Möglichkeit, selber den Untersberg einmal zu besuchen. Denn dort erscheinen immer wieder seltsame Dinge vor sich zu gehen. Denn Zeugen behaupten, kurzfristig einmal durch die Zeit zu gehen. Denn zum Mechanismus der Zeitreisen sind mehrere Theorien aufgestellt worden. So wird die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass Informationen über vergangene oder zukünftige Ereignisse auf unbekannte elektromagnetischen Wellen transportiert werden. Diese Wellen könnten eventuell auch am Untersberg gemessen werden, die dann auch das menschliche Hirn gelegentlich aufgreift. Hinzu soll eine Art auslösender Faktor kommen, der das Ereignis in Gang setzt. Denn bei einer Reihe von Fällen hat man auch das völlige Fehlen von Geräuschen über die ganze Spanne der Zeitreise hinweg registriert. Meine lieben Freunde, wenn wir je in der Lage sind, das Phänomen Zeitreise zu verstehen, werden wir möglicherweise auch dem Rätsel des Universums auf die Spur kommen. Wenn ihr einmal das Phänomen hautnah selber erleben möchtet, dann besucht ganz einfach mal den Untersberg. Aber ich rate euch, Acht zu geben. Es kann durchaus sein, dass ihr, wenn ihr wieder herauskommt, euch in einer ganz anderen Zeit wiederfindet. Ja, und wer weiß, vielleicht verschwinden dann auch mal die Trolle, die immer wieder auf YouTube unterwegs sind. Und somit sind wir wieder eigentlich am Schluss angekommen. Und für diejenigen, die den Untersberg besuchen, sage ich schon mal, wir hören uns in der Gegenwart und Zukunft wieder. Und für alle anderen, bis demnächst. Auf Wiedersehen. Willkommen beim neuen Beitrag, liebe Mystery-Freunde. Unser Thema heute sind Zeitreisen. Denn die meisten Zeitreisen sind einseitig angelegt. Die Person merkt, dass sie Menschen oder Ereignisse der Vergangenheit oder Zukunft beobachtet, während sie selbst unsichtbar oder abseits der Geschehnisse bleibt.
Es kommt jedoch auch vor, dass der Beobachter aus unserer Zeit mit den Menschen in der Vergangenheit oder Zukunft in Wechselwirkung tritt, wobei sich jeder des anderen bewusst wird. Ein derartiges Erlebnis wurde von einem pensionierten leitenden Polizeibeamten geschildert und betraf das Herrenhaus Littlecote in der Grafschaft Wiltshire im Südwesten Englands, in dem verschiedene Geister umgehen sollen. Denn eines Tages war der Polizeibeamten wegen eines Einbruchs nach Littlecote gerufen worden. Der Verwalter S. berichtet ihn von einer Begegnung, die weit mehr als bloßer Spuk zu sein schien. Es war vor einiger Zeit die lange Galerie des Hauses entlang gegangen, als er einen Soldaten Crowells aus dem 17. Jahrhundert auf einem Stuhl beim Fenster sitzen sah. Da Littlecote tatsächlich einmal von Crowells Revolutionsarmee besetzt gewesen war, zeigt sich Mrs. R. über die Apparition nicht besonders überrascht oder verängstigt. Was ihn jedoch erstaunte, war der Umstand, dass der Soldat den Kopf wandte und Mr. S. beobachtete, wie dieser sich ihm näherte. Jeder wurde sich der Anwesenheit des anderen bewusst, bevor der Soldat schließlich langsam verschwand. Bei diesem besonderen Zwischenfall gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Soldat bewusst jemanden sah, der sich in einer ihm fremden Zeitzone befand. Doch diese Eigenart wurde bei einer Reihe von wechselseitigen Zeitreisen beobachtet. Anfang der 60er Jahre besuchte Mr. B., ein ehemaliger Mitarbeiter des Britischen Museums, einen Ort im Nordosten des Neuburger Sees in der Schweiz. Ihn begleitet ein befreundeter amerikanisches Ehepaar, Dr. Charles, ein bekannter Parapsychologe und Autor, und dessen Frau. Das Dorf war an der Stelle einer ehemaligen römischen Stadt erbaut, wovon bis heute die Überreste eines römischen Amphitheaters Zeugnis ablegen. Die Besucher gingen zuerst in die Arena und überquerten dann einen Weg, um zum Theater zu gelangen. Ein Großteil der Bühne, wie auch einige der nach oben ansteigenden Sitzreihen, waren erhalten geblieben. Nach der Besichtigung der Bühne gingen die drei Freunde dann in den Orchester hinab. Der halbkreisförmige Platz vor der antiken Bühne, wo der Chor sang und tanzte. Dann trennten sie sich und Mr. B. kehrte zur Bühne zurück. Seine Freunde stiegen zu den oberen Sitzreihen hinauf, um die Akustik zu überprüfen. Kommt jedoch auch vor, dass der Beobachter aus unserer Zeit mit den Menschen in der Vergangenheit oder Zukunft in Wechselwirkung tritt, wobei sich jeder des anderen bewusst wird. Ein derartiges Erlebnis wurde von einem pensionierten leitenden Polizeibeamten geschildert und betraf das Herrenhaus Littlecote in der Grafschaft Wiltshire im Südwesten Englands, in dem verschiedene Geister umgehen sollen. Denn eines Tages war der Polizeibeamten wegen eines Einbruchs nach Littlecote gerufen worden. Der Verwalter S. berichtet ihn von einer Begegnung, die weit mehr als bloßer Spuk zu sein schien. Es war vor einiger Zeit die lange Galerie des Hauses entlang gegangen, als er einen Soldaten Crowells aus dem 17. Jahrhundert auf einem Stuhl beim Fenster sitzen sah. Da Littlecote tatsächlich einmal von Crowells Revolutionsarmee besetzt gewesen war, zeigt sich Mrs. R. über die Apparition nicht besonders überrascht oder verängstigt. Was ihn jedoch erstaunte, war der Umstand, dass der Soldat den Kopf wandte und Mr. S. beobachtete, wie dieser sich ihm näherte. Jeder wurde sich der Anwesenheit des anderen bewusst, bevor der Soldat schließlich langsam verschwand. Bei diesem besonderen Zwischenfall gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Soldat bewusst jemanden sah, der sich in einer ihm fremden Zeitzone befand. Doch diese Eigenart wurde bei einer Reihe von wechselseitigen Zeitreisen beobachtet. Anfang der 60er Jahre besuchte Mr. B., ein ehemaliger Mitarbeiter des Britischen Museums, einen Ort im Nordosten des Neuburger Sees in der Schweiz. Ihn begleitet ein befreundeter amerikanisches Ehepaar, Dr. Charles, ein bekannter Parapsychologe und Autor, und dessen Frau. Das Dorf war an der Stelle einer ehemaligen römischen Stadt erbaut, wovon bis heute die Überreste eines römischen Amphitheaters Zeugnis ablegen. Die Besucher gingen zuerst in die Arena und überquerten dann einen Weg, um zum Theater zu gelangen. Ein Großteil der Bühne, wie auch einige der nach oben ansteigenden Sitzreihen, waren erhalten geblieben. Nach der Besichtigung der Bühne gingen die drei Freunde dann in den Orchester hinab.
Der halbkreisförmige Platz vor der antiken Bühne, wo der Chor sang und tanzte. Dann trennten sie sich und Mr. B. kehrte zur Bühne zurück. Seine Freunde stiegen zu den oberen Sitzreihen hinauf, um die Akustik zu überprüfen. Mr. B. sprach mit normaler Vorlesungsstimme, wie er es nannte, und seine Freunde ganz hinten im Auditorium konnten ihn ausgezeichnet hören. Dann stieg Mr. B. wieder hinunter in die Orchestra, geradewegs hinein in eine äußerst bemerkenswerte Zeitverschiebung. Plötzlich fand er sich im völlig unbeschädigten Amphitheater wieder. Menschen strömten herein und nahmen ihre Plätze. 1971 soll Manning dort mehrmals seinem Geist begegnet sein. Das erste Mal traf er die Erscheinung auf der Treppe. Sie schien fest und genauso wirklich wie Manning zu selbst zu sein. Die Erscheinung behauptete, Robert Webe zu sein, dem das Haus einmal gehört hatte. Er entschuldigte sich für den Schrecken, den er Manning versetzt hatte, und erklärt, dass er sich etwas Bewegung verschaffen müsse, da seine Beine schmerzten. Manning sah, dass er sich auf zwei Stöcken stützte. Das sollte aber nur die ersten von vielen Begegnungen mit dem Geist sein. Webe lebte mit den Mannings, zündeten Kerzen an, materialisierte Gegenstände wie Bücherseiten, kleine Geschenke und ein Brotlaib und entfernte bisweilige Sachen, die der Familie gehörte und die er in seinem Safe, wie er sie nannte, deponierte. Wie sich aber herausstellte, war dieser Safe ein Loch unter dem Fußbodendielen eines Schlafzimmers, das Herr Manning zeigte. Dort fand man schließlich die meisten vermissten Gegenstände wieder. Mit Hilfe des automatischen Schreibens führte Manning seine Unterhaltung mit dem Mann aus dem 18. Jahrhundert fort. Eine erstaunliche Antwort erhielt er von Webe auf die Frage, ob es einen Geist im Haus gebe. Webe verneinte das empört. Wenn es einen gäbe, würde er ihn selbstverständlich fortjagen. Als Manning darauf beharrte, dass seine Familie den Geist gesehen hatte, antwortete Webe, dass er dies nicht glaube. Manning wollte ihm wohl Angst einjagen. Auf Mannings Frage, mit wem er zu sprechen glaube, antwortete Webe mit den Andeutungen, dass auch er ein Problem mit dem Zeitreisen habe. Er sagt, manchmal glaube ich, verrückt zu werden. Ich höre eine Stimme in meinem Kopf, die mit mir spricht. Aber erzähle das ja niemandem, sonst sperren die mich noch ein. Manning erklärte Webe die wirkliche Situation, dass der alte Mann außerhalb seiner Zeit existierte und der junge Mann echt war. Die Erscheinung schien verzweifelt und nicht fähig, diese Neuigkeit zu begreifen. Schließlich fand er für sich die Erklärung, dass Manning ein Dämon von morgen sein müsse. Diese seltsame Begegnung trägt Merkmale eines Spukes und einer Zeitreise in sich. Da aber die Beteiligten miteinander kommunizieren konnten und jeder darauf bestand, seine Zeit wäre die richtige, deutet alles auf eine wirkliche Wechselbeziehung von Zeitzonen hin. Meine lieben Mystery-Freunde, ein ähnliches Vorkommnis gibt es auch aus dem kleinen englischen Ort Smarden in Kent zu berichten. Dazu möchte ich, dass die Szene, die er deutlich in Farbe erlebte, nur wenige Sekunden dauerte, dann verblasste sie und er fand sich wieder neben dem verfallenen Tor. Während des gesamten Erlebnisses hatte Mr. B. keinerlei Geräusche vernommen, meine lieben Mystery-Freunde. Bei beiden Zeitreisen war seine Begleiterin nichts Ungewöhnliches an ihm aufgefallen. Selbst später sagte sie allerdings aus, dass er während der Zwischenfälle irgendwie eigentümlich ausgesehen habe. Meine lieben Freunde, und das ist sehr merkwürdig für einen gewissen Zeitsprung in die Vergangenheit. So sagte sie, eigentümlich ist kaum das richtige Wort für das, was dem britischen sensitiven Medway zustieß. Als Jugendlicher war er langer Zeit von Poltergeistphänomen betroffen, die erst eingedämmt werden konnte, als man seine Fähigkeiten für das automatische Schreiben und Zeichnen entdeckte. Ein Beispiel dafür ist auch das besagte Déjà-vu-Erlebnis, in dem man das Gefühl hat, die Dinge schon einmal erlebt zu haben. Und jeder von euch hatte sicherlich schon einmal so ein Déjà-vu-Erlebnis. Vielleicht ein Anlass, für einen Bruchteil einer Sekunde einen Zeitsprung erlebt zu haben.
Oder doch nur das Unterbewusstsein, das uns einen Streich spielte? Mannings Eltern hatten in der Nähe von Cambridge ein altes Haus gekauft, das aus dem 18. Jahrhundert stammte. 1971 soll Manning dort mehrmals einem Geist begegnet sein. Das erste Mal traf er die Erscheinung auf der Treppe. Sie schien fest und genauso wirklich wie Manning zu selbst zu sein. Die Erscheinung behauptete, Robert Webe zu sein, dem das Haus einmal gehört hatte. Er entschuldigte sich für den Schrecken, den er Manning versetzt hatte, und erklärt, dass er sich etwas Bewegung verschaffen müsse, da seine Beine schmerzten. Manning sah, dass er sich auf zwei Stöcken stützte. Das sollte aber nur die ersten von vielen Begegnungen mit dem Geist sein. Webe lebte mit den Mannings, zündeten Kerzen an, materialisierte Gegenstände wie Bücherseiten, kleine Geschenke und ein Brotlaib und entfernte bisweilige Sachen, die der Familie gehörte und die er in seinem Safe, wie er sie nannte, deponierte. Wie sich aber herausstellte, war dieser Safe ein Loch unter dem Fußbodendielen eines Schlafzimmers, das er Manning zeigte. Dort fand man schließlich die meisten vermissten Gegenstände wieder. Mit Hilfe des automatischen Schreibens führte Manning seine Unterhaltung mit dem Mann aus dem 18. Jahrhundert fort. Eine erstaunliche Antwort erhielt er von Webe auf die Frage, ob es einen Geist im Haus gebe. Webe verneinte das empört. Wenn es einen gäbe, würde er ihn selbstverständlich fortjagen.